Hey Leute, willkommen zurück zu einem neuen Part von Zelda Ocarina of Time. Und da fliegt wieder unser kleiner, der schöne Freund mit dem grünen Feuer an uns vorbei. Und wir müssen hier durch den Raum durch. Nachdem wir im letzten Part schon so einiges miterlebt haben, unter anderem eine Skulptur, die, ich sag mal, nicht erwartet war. Eieiei. Nein, ich werde gar nichts machen. Denn ich weiß ganz genau, dass hier vor uns dieses Loch ist. Und dass hier noch irgendwo ein Feuerflatter ist. Genau, das wollte ich sagen. Mehr nicht. So, dann haben wir hier wieder unseren Freund, den Augor Heinz. Und den werfen wir jetzt einfach mal mit einer Bombe ab, ne? So wie gerade eben auch schon. Wir sind nämlich so ganz nett zu ihm. Und er war böse zu uns, wie es aussieht. Und dann muss er dafür bezahlen. Okay, wir wollen den Boomerang und wollen den Deku-Schild ausrüsten und nicht anlegen. Also anlegen im Sinne von auf C legen. In dem Raum lasse ich das Auge der Wahrheit lieber an, weil mir das hier etwas gefährlich ist. Was ist hier drinne? Was ist hier drinne? Was ist hier drinne? Magie! Genau das, was ich brauche. Immerhin zapft uns das Auge der Wahrheit ja regelmäßig Energie, Magie. Magie ab, genau, Magie. Wieder mal. Ah, da war eine Spinne, ich hab's genau gehört. Ah, ganz schlimm. Okay. Ah, hopp, du Spaten. Okay, wir gingen auch gar nicht gerade, gar keinen Schritt weiter, denn hier ist wieder mal ein Loch, wie wir ja wissen. Eben im Boden, der uns ja schon so einige Male einen Streich spielen wollte. Dann geht es zurück in diesen schönen Raum hier. Natürlich mit unserem Schwert in der Hand. Schwert in der Hand und der Leidenschaft am Ball. Keine Ahnung, warum ich das jetzt gesungen habe, aber egal. Jetzt. Du stirbst! Du stirbst! Hab ich doch gesagt, du stirbst. Du wolltest dich dafür hören. Da hinten ist die Kiste. Da hinten ist die Kiste. Will ich die haben? Will ich die Kiste haben? Will ich die Kiste haben? Wenn überhaupt, sind sowieso eine Rubine drin, also. Egal. Nee, wollen wir nicht. Wollen wir nicht. Ich habe Angst, was ist da drin? Vor allem, weil ich mein Auge der Wahrheit automatisch ausmache. Ja. Schön, der Freund, der irgendwie komische Boden. Und warum schwebt der in der Luft? Wenn ich mal fragen darf. Irgendwie. Hä? Warum schwebt die in der Luft? Ohne sich zu bewegen. Aber okay. Ja, unsere Magie hat gerade so ein bisschen Probleme. Ah! Ah! Warte mal, ich habe die Decke nicht abgecheckt. Gut, da ist nichts. Ja, ich habe das nicht gerne, wenn da irgendwas ist und ich sehe es nicht. Beziehungsweise erst im Nachhinein. Hat man vielleicht im letzten Part an der lieben Skulptur gemerkt, die mir dann irgendwie auch sehr überraschend kam. Ganz ehrlich, ich wusste in dem Fall echt nicht, dass seine ist. Und das hat mich dann echt ziemlich erschreckt. Ich bin echt so einer, der sich von sowas leicht erschrecken lässt. Und hab, her damit. Zu viel Zelda gezockt immer. Eieiei. Na okay. Erstmal schön wieder raus hier. Ah. Einen Schlüssel haben wir noch. Ach, das ist, ist unser lieber Freund der Deckenkraft schon wieder da, oder was? Bist du noch mal da? Bist du da? Natürlich ist er da. Hau ab! Ich will dich nicht sehen! Stirb! Und gleich nochmal! Du darfst zweimal sterben! Freu dich! Das dürfen nur die wenigsten! Das erlaube ich nur den wenigsten Leuten und. Was war nochmal hier drin? Ich weiß es nicht mehr! Ich hatte so großen Schiss vor dem Dungeon, ihn immer wieder zu betreten und so oft zu spielen. Normalerweise höre ich immer davor. Das ist mir zu wenig. Hier ist noch irgendwas anderes. Hier muss noch irgendwas anderes sein. Es kann doch nicht sein, dass hier nur das ist. Das würde für mich keinen Sinn ergeben. Nein, hier ist noch irgendwas anderes. Das kann gar nicht anders sein. Egal, was hier noch sein mag. Ich werde jetzt hier einfach mal einfach auf Nummer sicher gehen und versuchen, von dem Ende des Raums hier das Viech da drüben abzuschießen. Das ist zu gefährlich dann. Und zack, komm ich von hier so ran. Bitte sag ja! Yay, ich komm ran. Sehr schön. Ah! Der Raum ist zu gefährlich. Keine Lust auf irgendwelche Schocks. Hoi, zack. Wie so ein schönen Bogen geflogen ist. Sehr gut. Damit haben wir jetzt alle Viecher hier drin. Und du kannst dich mal. Alle goldenen Skulpturen in diesem Dungeon. Dungeon immer noch in Anführungszeichen.
Natürlich ist unser lieber Freund wieder da. Zum 7. Mal. Und ich gehe mal nochmal sicher und werde die vorher los. Ich kenne nämlich wieder einen. Das sind nämlich auch etwas, was von der Decke kommt. Und ich mag Sachen, die von der Decke kommen, allgemein nicht. Okay, und hier sehen wir, warum wir nicht durch die Mitte gehen sollten, anfangs im letzten Part. Oh Gott, was ist das? Das sieht aus wie Blut. Okay. Ah, runter. Ah, ich bleib jetzt genau hier stehen erstmal, weil ich nicht weiß, was mich hier erwartet. Hier ist zumindest, wie es aussieht, nichts, was mir Angst machen sollte. Ich bin gerade so ein bisschen ratlos, weil ich nicht genau weiß, was ich wohin machen soll. Mensch. Soweit ich weiß, ist hier. Ich habe gerade eben schon Zombie gehört. Da muss irgendwo einer sein. Und ich will ihn gleich meinen vorher schon mal schockgefrostet sehen. Man hört auch, hier ist einer. Ah, da ist einer. Den habe ich gar nicht gesehen gehabt. Du kannst mich mal. Hier ist noch irgendwas. Das wäre zu simpel. Das wäre doch viel zu simpel. Wir bewegen uns so durch den Gang, weil ich keinen Bock habe auf irgendwelche bösen Überraschungen. Okay, hier muss man wegbomben. Bombis müssen daher. Bomben. Tschüss. Hier war nichts, das ist ganz gut so. Noch einer von den Mistviechern. Tot. Nee, noch nicht, leider. Leider Gottes noch nicht. Wir haben es fast geschafft. Da ist wieder so eine Quest mit den Rubinen, die will ich gar nicht haben. Wir machen natürlich gleich nochmal die Schockfrost-Nummer bei den Zombies. Funktioniert ja immer super. Das ist gestern. Wow. Hier ist. Es hört sich sehr gefährlich an. Auf Risiko! Ja! Damit wäre der Dungeon soweit auch abgeschlossen. Ich hab's geschafft. Damit hätten wir auch die Karte. Aber wir wollen auch gleich wieder weg. Tschüss. Warte. Zurück zur Zitadelle der Zeit. Sehr schön. Ja, ich hatte den Brunnen hinter mir. Woo! Yeah! Geil! Ich bin so froh. Das glaubt man gar nicht. Geht gar nicht. Ich hasse dieses Ding so. Ich hasse es so dermaßen. Mann. Moment, machen wir das jetzt gerade? Ja, das machen wir gerade. Da haben wir jetzt gerade Zeit für. Müsste gerade noch machbar sein. Ja, wir haben noch jede Menge Zeit. Das ist gerade mal 8 Minuten lang der Part hier. Das ist ja gar nichts, ne? Natürlich müssten wir. Der weiße Link spielt einmal die Hymne der Sonne. Und es wird Nacht. Denn wir haben hier noch. Nachts noch etwas zu erledigen. Es gibt nämlich noch ein Spiel, das wir jetzt mit Hilfe des Auge der Wahrheit. Des Auges der Wahrheit. So ist, glaube ich, richtig. Nun leichter bewältigen können. Das wäre davor auch schon möglich gewesen. Aber nur verdammt schwer. Und da bekommen wir ein Herz dabei. Und das ist hier drüben. Das Ding hat nur nachts auf. Und rein sollst du gehen. Rein sollst du gehen. Hey Fettsack, was hast denn du so los, ne? Tool-Lotterie, egal. Öffne deine Truhe und voilà, findest du einen Schlüssel. Darfst du den nächsten Raum betreten? Oder links oder rechts, probier's aus. 10 Rubine pro Spiel, machst du mit? Klar. Juhu, ein Schlüssel. Yay. Und hier war irgendwo, hier stand mal irgendwas. Wo war das immer? Ja, irgendwann habe ich mal gelesen, irgendwas von Mix Brille oder sowas. Man darf hier keine Brille mehr nutzen. Mit diesem Schlüssel, ja, okay, man darf im nächsten Raum betreten. Achso. Ich habe irgendwo mal gelesen, gehabt, dass man hier irgendwie keine Brille mehr nutzen darf. Egal. Und jetzt, hier wäre das jetzt ein kleines Glücksspiel. In einer Kiste sind Rubine, in einem anderen Schlüssel. Und den Schlüssel brauchen wir, um weiterzukommen. Aber, zoom, und wir können auf einmal durch die Kisten durchsehen. Und da ist der Schlüssel drin. Also mit dem Auge der Wahrheit vollkommen easy, diese ganze Aufgabe hier. Und ja, weiter geht's. Hier sind keine Spinnen an der Decke, das freut mich.
Ich kann jetzt versuchen, einfach mal eine Runde drauf loszuraten, immer wieder mal. Ich sag einfach mal, diesmal sah links oder diesmal sah rechts und dann mal schauen, ob ich recht hatte. Ob ich durchgekommen wäre oder nicht. Okay, aber jetzt zweimal rechts. Diesmal sage ich, ich sah links. Yay, richtig. Okay. Bis jetzt hatte ich recht. Das war auch nur einmal. Diesmal ist aber wieder rechts. Yeah! Immer noch richtig. Seht ihr, da hätte ich bisher auch ohne Auge der Wahrheit machen können. Okay, ich habe zwei Räume sozusagen nicht beachtet. Aber, mal sehen, was ich hier finde. Ich sag nur mal rechts. Verdammt! Okay, damit wäre ich schon raus gewesen. Okay. Ah, unbequeme Sitzhaltung. Und wir sind schon im letzten Raum. Das ging jetzt aber schnell. Oh, ein goldener Raum mit einer Schatztruhe darin. Und was befindet sich in dieser Schatztruhe? Ich habe es gerade eben schon gesagt. Es ist ein großer Schatz. Es ist ein Herzseil. Super. Warum stand das super? Okay, wir haben ein Herzseil bekommen. Warte, wie viel brauchen wir noch? Zwei, oder? Dann haben wir nur einen Herzcontainer. Nein, nur noch eins. Wow. Und es sind nur noch 20 Skulpturas. Das geht also aber relativ schnell dann. Moment, das muss ich kurz überlegen. Link, würdest du? Danke. Durch die Tür gehen, wollte ich gerade sagen. Durch diese Türe gehen. Ja, boom. Boom. Zack. Rim, boom, boom. Öffnen. Rim, boom. Okay. Damit sind wir hier wieder fertig. Wieder einmal ja nicht, aber zum ersten Mal fertig. Und der Hund lässt uns nicht in Ruhe. Ah, lass mich in Ruhe. Ah. Ja, Link hat eine Tierallergie, wisst ihr. Und, geht gar nicht. Jo. Komischerweise ist er jetzt nicht weiß. Warum ist der tagsüber weiß? Egal. Badabab. Manama, wadabadamau. Und weil wir Tag haben, nachts ist uns so unheimlich. Und hier ist alles viel zu hell aufgepusht. Keine Ahnung warum, aber von mir aus. Wenn es sein muss, dann ist ja okay. Au. Ich bin gerade mit meiner Brille schön gegen das Mikrofon gestoßen. Weil ihr müsst mal sehen, wie ich da so an dem Mikrofon dran klebe, damit man dann auch ordentliche Tonqualität hat hinterher, also dass es schön laut ist und nicht gerade irgendwie so, weil ich es irgendwie nachbearbeiten musste, so krass, dass es dann so schlechter qualisiert ist, klebe ich mir förmlich an dem Mikrofon dran, dass man es auch gescheit hört. Egal. Bow, meow. Bow, meow, meow, meow. Reise in die Zukunft. Ah, ich bin müde. Ja, Schule ist anstrengend. So. Wir brauchen Pfeile, fällt mir gerade auf. Natürlich verspiele ich erstmal. Yay! Bau, 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 bau. Wow, 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 wow. Ja, ich hab's heute irgendwie mit diesen komischen Geräuschen. Aber werden noch nicht direkt den Feuertempel, genau, den Schattentempel betreten, denn vorher gibt es noch etwas zu tun für uns. Nein, nicht gegen Geister kämpfen. Wer hätte das erwartet? Es gibt noch ein weiteres Herz auf diesem Friedhof zu finden. Und ihr wisst ja, alles, was nicht nied- und nagelfest ist, wollen wir natürlich sofort haben. Ne? Ich will am liebsten durch die Pflanze einstecken, aber die lässt sich so schlecht transportieren. Nein, aber wir müssen hier runter. Und dieses Grab kennen wir bereits. Es ist das Grab von Fragezeichen. Ja, Junge, bist du gut zu Fuß? Ich sehe vielleicht nicht so aus, aber ich bin ganz schön schnell. Lass uns um die Wette laufen, wenn du es zutraust. Okay. Das haben wir zwar schon mal gemacht, um den Fanghaken zu kriegen damals. Den wir mittlerweile Upgrade haben, ja, den Enterhaken. Da muss ich aufpassen, dass ich nicht irgendwie Feuer reinrenne. Aber wenn man das unter einer Minute schafft, das habe ich glaube ich das letzte Mal auch schon gesagt. Wenn man das unter. Wow, Vorsicht! Link steht so mitten, so schön mitten im Bild, dass man es so gut sieht. Wenn man das unter einer Minute schafft, dann bekommt man nämlich ein Herzteil. Dafür.
Aber dafür sollte man möglichst selten in dieses Feuer reinrennen, dass er da immer hinter sich her... Wow! Das war so klar. Das war so klar. Hör auf zu nerven, Navi! Ich mache ein Wettrennen! Ah! Ah! Wo bist du? Das sieht ja bisher schon super aus. Ah, hör auf mit dem scheiß Feuer! Natürlich lässt es immer direkt hinter Ecken fallen, damit ich es auch schön nicht sehe. Das sieht ja wieder ganz toll aus, sodass ich es wirklich auf Anhieb schaffe. Nein, ich renne jetzt nicht in ein Feuer rein. Das schaffe ich nicht mehr. Dafür bräuchte ich, glaube ich, 10 Sekunden, um hier zu kommen. Komischerweise... Ja, schon verkackt. Ah! Moment, kann ich mich hier hochschießen? Von da unten? Ja, 1 Minute 5. Schlecht. Die Zeiten betrügen. 5, du bist ja wieder da, Junge. Hat dir mein Geschenk etwas genützt? Ja, 20 Rubine, toll. Was willst du, Navi? Du hast die Naturen des Schattens von Schalk erlernt. Warum spielst du sie nicht? Hab ich doch schon. Zweimal sogar. So, jetzt schon dreimal. Aber. Ich werde es nochmal probieren. Ich will das jetzt schaffen. Ah, du kannst hier nicht warpen. Warum kann ich hier nicht warpen? Ah, aber die Melodie ist im Hintergrund, das ist nicht cool. Juhu. Hey, hier ist keine Musik. Warum ist keine Musik? Ah, jetzt ist sie da. Ein cooles Lied. Sag ich immer wieder. Cooles Lied. Cooler Soundtrack. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit und ich werde es einfach mal ein bisschen probieren, ne? Ich wüsste gerade im Kopf. Das ist aber cool so. Schön im Zaun drumherum. Über den Grabstein. Wir sind hier, machen hier einen auf Gangster. Und machen verunstaltete Gräber, in denen wir drüber laufen und ähnliches. Und springen gleich wieder ins Grab rein. Grabschänder. Gut zu Fuß, klar. Nein, falsche Richtung, Link. Was machst du denn da? Ich würde gerne erstmal sehen, wo der Feuer hinwirft. Das war mein Anliegen. Ich wollte wissen, wo der Feuer hinwirft. Warum wirft er überhaupt Feuer? Ich sehe ihn auch so. Dafür brauchen wir kein Feuer in den Weg zu werfen. Ich glaube, diesmal sind wir ein bisschen schneller als letztes Mal. Er wirft auch immer Feuer ganz nett so, dass ich gerade irgendwie voll reinrenne. Und so den weil es genau den kürzesten Weg versperrt. Genau, hier durch. Schön durchmanövrieren. Jetzt glaube ich, kommt wieder Feuer, so wie ich ihn kenne. Boom. Eng. Langsam kenne ich den Weg auch auswendig. Ah, mach hin, Link. Der Typ rennt hier wieder weg. Und du kannst nichts dagegen tun. Komm schon, Link. Nein! Yay, das war ein Fail. Naja, wenigstens weiß ich jetzt, dass ich hier leichter hinkommen kann, wenn ich natürlich erstmal stehen bleibe, weil ich mich ja Fuß kratzen will. Dass wenn ich irgendwie es vom Zeitlichen her nicht schaffe, dass ich einfach mal kurzzeitig mich in den Abgrund schützen kann und so eine Runde Selbstmord begehe, dann komme ich nämlich gleich wieder hier hin. Das ist um einiges einfacher, als doch mal komplett außen rum zu laufen. Vorsicht, Feuer. Okay. Bah! Feuer! Wir sind wieder ein bisschen langsamer als letztes Mal, das ärgert mich gerade. Und ein Leck, der sich einschleicht, der mir nicht gerade hilft bei dem Ganzen. Warum wirft der uns Feuer in den Weg? Das ist immer so unfair. Boah, jetzt hat er aber schon länger kein Feuer mehr geworfen. Wow! Was machst du mit dem Feuer hier? Nerv mich nicht. Du sollst da hochklettern, Link, und nicht gegen die Wand laufen. Nein, diesmal sollst du auch keinen Selbstmord begehen, so wie am letzten Mal. Denn diesmal könnte es funktionieren. Ja.
Ja, um eine Sekunde. Yay, wir haben es geschafft. Reden. Die Zeit beträgt 59 Sekunden. Du bist ja wieder da, Junge. Hat dir mein Geschenk etwas genützt? Boom, und der letzte ist dein Herz, Alter. Wow, wir haben ganz Herz verloren, weil wir runtergeflogen sind. Wie nett ist das denn? Ah, so, dann haben wir ein weiteres Herz und damit schon ganze 17. Das heißt, es fehlen gerade mal noch 3 Herz-Container und damit 4 Herzteile. Denn 3 von den Herz... Denn ein, 2 von den 3 Herz-Containern, die uns noch fehlen, sind Herz-Container von Bossen. Kurz gesagt, cool. Alright. Okay, wir machen gerade mit so hier noch... Wir haben jetzt noch so viel Zeit, dass wir gerade noch 2 Dinge machen können. Gleich erst. Vorher will ich noch eine andere Sache machen und die würde ich gerne noch in dem Part schaffen, dann muss ich nämlich wenigstens später nicht mehr hin. Das würde ich jetzt gerade noch so machen. Genau. Link. Etwas schneller. Bitte, warum regnet es? Achso, stimmt, es regnet, solange wir den Dämon im Schattentempel nicht besiegt haben, regnet es in Kakariko. Und jetzt fragt ihr euch sicher, was zum Teufel wollen wir hier im Gebirgsfahrt? Wir wollen noch einmal einen Dungeon, den wir bereits kennen, und zwar der Dongos Höhle. Denn dort gibt es noch etwas, was uns fehlt. Was wir zu den 100% auf jeden Fall brauchen werden. Und zwar gibt es hier drin noch eine Goldskatulle, die man aber nur als Erwachsener holen kann. Und die werde ich nun holen, deswegen bin ich hier. Zack, 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 wupp. Ich muss nur gucken, dass ich den richtigen Weg nehme. Kurz auf die Karte, einen Blick auf die Karte werfen. Also Link hat 7 Jahre lang die Karte aufbewahrt. Jetzt müssen wir wissen, welcher war das? Ich glaube, ich habe ihn gerade gefunden, den Weg. Hoch, 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 hoch. Hüpp. Nerv nicht. Geh runter, du Mistding. Du bringst dich gerade in Lebensgefahr. Ist das nicht die Leiter? Jetzt! Oh, Mann. Knapp. 5-mal im Kreis gelaufen. Yay! Risiko! Hör auf, nach mir zu schießen. Das ist unfair. Warte, war hier nicht? Oh, doch, hier war... Tot. 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 Noch irgendeiner, der sich mit mir anlegen will? Darum hat man sie schon gesehen. Wir rufen wieder einen alten Freund zur Hilfe und werden diesen auch zunutze machen. Wenn er denn auftaucht. Aber nicht. Yay! Er taucht auf. Und zwar können wir jetzt hier ganz gechillt uns hochziehen und dann einen auf Mr. Cool machen und das Viech einfach abschlachten. Yay! Babadaling. Wir haben eine Goldzutrolle gefunden und ich gucke gerade nach. Das war noch nicht die letzte in diesem Dungeon. Oh. 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 Das war unerwartet. Das war wirklich unerwartet. Ich dachte, das wären alle gewesen. Weil mir hat auch mal jemand in die Kommentare geschrieben, dass ich einen vergessen hätte. Und wer war es denn, die anders als... Nee, warte. Nee, der hat mir nur in die Kommentare geschrieben. Nein, das hat mir jemand, gesagt. Das war Domi. Domi hat mir gesagt, dass ich hier etwas vergessen habe. Ein Goldskatulle. Jetzt fällt sie wieder ein. Die hätte doch irgendwo eine gesehen gehabt. Wo waren die nochmal? Ich glaube eher, dass wir da als Kind rankommen, als eher als Erwachsener rankommen als Kind, weil als Erwachsener hat man irgendwie mehr Möglichkeiten. Oh nein. Nicht duschen wieder. Nein, das Ding fällt wieder. Nein, warte, 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 warte. Bleib hier! Ich wollte nur auf die andere Straßenseite, so wollte ich schon sagen. Nein, auf die andere Seite des Dungeons. Danke, dass du mich voll beschießt hier. Moment, wo waren die nochmal? Ich glaube, in dem Raum meinte er, war noch eine. Ich glaube, da habe ich auch alle. Warum? Hä? Das ergibt jetzt gerade in meinen Augen gar keinen Sinn. Ich bin ziemlich sicher, dass ich die Schnalle habe. Ich habe gedacht, das wäre die letzte, die mir fehlt. Hab ich da echt eine vergessen als Kind? Wow! Wie ich da voll daneben werfe. Yay. Natürlich ist nur die eine Hälfte weggegangen. Wie hilfreich ist das denn? Würdet ihr bitte alle mal nachwachsen? Nachwachsen. Nachwachsen. Danke. Ich sollte mich vielleicht mal beim Ablegen nicht bewegen. Dann setzt er sie auch ab. Bam, 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 bam.
Bam, 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 bam. Ja, jetzt habe ich einen Bam ausgelassen, aber egal. Ich überlege gerade. Wo könnte die sein, dass wir die vergessen haben? Im Masterquest weiß ich das. Da oben, ich sehe sie. Ich sehe sie. Da oben. Ich kann sie sehen. Ich bin nicht blind, ich kann sie sehen. Hopp, 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 hopp. Kann man hier irgendwie... Wie komme ich da hoch? Hilft uns wieder unser guter alter Kumpel, Mr. Vogelscheuche, oder wie komme ich da hoch? Das ist jetzt die Frage. It's a good question. How can I get there? Denn ich glaube, dass ich von hier aus nicht rankommen werde. Dafür ist es zu weit weg. Ja, wobei, vielleicht von hier. Sehe ich die von hier aus noch? Ja, ich sehe sie von hier aus noch. Und? Nein, nicht ganz. So ein Müll. So ein Müll! So ein Müll, so ein Müll, so ein Müll. Jetzt darf ich wieder etwas justieren mit meinem Gamepad. Hier rumjustieren. Okay, minimale Bewegungen. Minimale, nicht maximale. Ah, das ist so ganz knapp. Das ärgert mich jetzt gerade. Wow. Pixelgenau stehe ich noch auf dem Ding drauf. Hey, von jetzt geht's. Gibt sicher noch einen anderen Weg, Möglichkeit, da hochzukommen. Aber so tut es auch, wie es aussieht. Yay! Bam, bada, bada, bang. Kann sein, dass man hier auch mit dem mit der Vogelscheuche hochkommt. Aber wie es aussieht, nicht so leicht. Okay, wir wollen uns das einfach machen. Okay, der Part wird jetzt 30 Minuten lang werden, denn ich muss noch eine Sache besorgen. Warte mal, halt bevor ich mich jetzt wegmache, will ich erst noch mal sicher gehen und gucken, dass ich auch wirklich... Ja, ich habe alle. Die beiden überspielen sich. Geil. Ja, zu Friedhof. Bis denn. Gut. Da hat der Domi mich gut informiert, das habe ich nicht selber übersehen. Das ist auch mal so eine Seltenheit, dass Domi was bei Zelda sieht, was ich übersehen habe. Ist auch eher... nicht so häufig, sagen wir mal so. Da muss ich mich wohl bei ihm bedanken, ansonsten wüsste ich nicht, wo es war. Er meinte irgendwie, ja, in dem Raum mit der großen Treppe da, ja, da hast du irgendwas übersehen. Lass uns Skulptur übersehen, die... Wie er das gesehen hat, ja, okay, ich hab's nicht gesehen. Auf jeden Fall dürften wir jetzt 82 Skulptur haben, oder 84, 84, sag ich. Verdammt, 82. Dammit. Ich dachte, 80 hätte ich am Ende des letzten Parts gehabt, dann wären nämlich 4 dazu gekommen und nicht nur 2. Aber 82 ist auch schon einiges, weil die nächsten beiden Dungeons sind jeweils 5, soweit ich weiß. Und damit weiß ich automatisch, dass uns ansonsten nur noch 8 Stück fehlen. Das ist nicht viel. Die sollten auffindbar sein. Eine weiß ich auch noch. Nein, nicht mit dir reden. Bei einer weiß ich auch noch ganz genau, wo sie ist. Das heißt, es fehlen noch 7. Da ist eine. Dann hätten wir noch 6, 5. Was mache ich hier? Ich wollte reingehen. Und dann muss ich jetzt überlegen. 5 Stück fehlen dann noch, die mir gerade so auf Anhieb nicht einfallen wollen. Es könnte sein, dass ich dann mal nochmal die alten Dungeons durchsuchen muss. Aber ich werde versuchen, jetzt alle... Ah, da fällt mir noch einer ein. 4 fehlen noch. Wie brauchen wir? Wir haben 5. 30 Fall reichen. Yay, kaufen! Wir brauchen sowieso wieder Geld in unserer Platz für Geld in unserer Geldbörse. Außerdem will ich wieder Magie haben. Das können wir gut gebrauchen für den Dungeon. Jetzt weiß ich wieder, was ich im Menü wollte vorhin. Ich wollte nämlich einfach das Thema Echsen, ne? Weil wir Magie voll haben. Und dann eine neu kaufen. Dann haben wir wieder für 160 Rubine Platz. Ist ja wohl erstmal genug. Wenn ich nicht gerade wieder einen 200er finde. Und dann mache ich mich mal weiter als überlegen, wo die letzten 4 Goldskulpturen sind. Au. Bei den Herzteilen dürfte ich 2 auf jeden Fall gerade auf Anhieb fallen mir ein. 3 fallen mir ein. 1 fällt mir gerade nicht ein. Mir fällt gerade noch eine Goldskulptur ein. Und noch eine Goldskulptur. Damit fehlen nur noch 2 Goldskulpturen. Und warum will ich hier runterspringen? Fällt gerade noch einiges ein. Cool. Finde ich cool.
Mir fällt jetzt noch ein bisschen was ein. Und alles ist das meiste ist in dem letzten Gebiet. Und zwar in dem Gebiet, in dem wir dann, das wir noch nicht so ausreichend erkundet haben. Wer weiß, von welchem Gebiet ich spreche. Ich werde es noch nicht sagen, aber ihr werdet es sehen. Sobald es soweit ist, nach dem Schattentempel nämlich. So, damit war das hier noch ein Part mit ein paar Nebenquests und wir machen uns gleich wieder zurück auf den Weg zum Friedhof. Und schon über 30 Minuten, verdammt. Das war jetzt nicht meine Absicht. Tut mir leid, dass der Part ein bisschen länger geworden ist, aber lieber zu lang als zu kurz, oder? Und ja, ich verabschiede mich schon mal. Ich würde sagen, im nächsten Part betreten wir dann den Dungeon. Und ja, mal sehen, vielleicht ist wieder jemand dabei, vielleicht auch mal nicht. Wobei, bei dem Dungeon will ich lieber, dass jemand dabei ist. Weil der ist genauso nervig wie der Brunnen und... Nee, allein habe ich keinen Bock drauf. Da will ich jemanden dabei haben. Ansonsten sitze ich mich nur da und irgendwie so voll konzentriert auf das Ganze und... red kaum noch was, ne? Also, wird wahrscheinlich hier jemand dabei sein. Aber egal, wir sehen uns nämlich dann. Und betreten den Dungeon. Bis dann. Ciao.